ist nicht willkommen. Geh. So. Nein! Du! Wie lange kannst du dich verstecken? Hä? Lange. Oh ne, das... Wir haben nur noch einen Dings, ne? Hey. Kommt er hierher? Du da. Halt an. Nein. Ein Moment. Auf ein Boot. Ja, auf ein Wort. Der ist weg. Da hinten ist halt noch einer, ne? Dann guck ich mal, ob ich den mir holen kann. Den? Lass mich mit deiner Kerne-Herausforderung in Ruhe. Ich muss mal doch gucken, ob ich vielleicht irgendwie das Ubisoft-Overlay wegbekomme. Es wird zwar nicht empfohlen vom Ubisoft selbst, dass man das irgendwie wegmachen soll. Aber... Nein! Krieg ich nur von hinten, ne? Was der da jetzt kommt, ist scheiße. Kann der bitte rumgehen? Rumdrehen, doch rumdrehen, war richtig. Den mal mit. Und versteck den einfach mal hier hinten. So. Allahs Fluch über alle. Lausiges Artefakt und niemand kann es. Hey! Du triffst dein Schöpfer! Reiß dir in die Hose, was? So. Da sie das Artefakt verloren haben,
müssen sie jetzt bei der Auktion darauf bieten. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, weil ich wollte es noch lesen, aber okay. Habe ich zu schnell E gedrückt, weil ich die anderen Sachen noch einsammeln wollte. So. Und zack, rein da. Oh, Taschendiebstahl. Dankeschön. Ich bin gleich weg. So, dann gucken wir doch mal, was Kong zu sagen hat. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ah, fast 2 Stunden. Ist ja noch ein bisschen Zeit. In Kido verfügbar. Einwandfrei. So. Hier müsste er ja eigentlich hochkommen, ja. Ja, wollen wir mal den Händler versuchen aufzusuchen, um mal ein paar Sachen wieder loszuwerden? Der ist ja anscheinend hier gleich um die Ecke. Da ist er ja. Ah, sie ist eine Händlerin. Friede sei mit dir. Waren ansehen. Zeigst du mir deine Waren? Bitte, sieh dich um. Verkaufen wir. Oh, das war, hat aber gut gebracht. So. War's das fürs Erste? Ja. Auf ein andermal. Leb wohl. Jetzt haben wir wieder genügend Wurfmesser. Die sind doch echt schon gut, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht dann auch die Reichweite doch nochmal erhöhen. Ist irgendwie auch eine Truhe. Aber. Mal gucken, ob wir die Truhe vielleicht bekommen, wenn das hier irgendwo noch machbar ist. Ah, da wird wahrscheinlich. Die Truhe wird wahrscheinlich da drin sein, habe ich recht? Weise mir den Weg. Ja. Okay. Dann wahrscheinlich doch erstmal nicht. So. Ein bisschen schwimmen. Hat noch niemanden geschadet. So. Weiß nicht. Geh auf Erkundungsflug. Da ist der Schlüssel, da ist die Truhe. Ach, weiß nicht. Ein andermal, ne? Machen wir mal ein andermal. Läuft uns ja glücklicherweise auch nicht weg. So, 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 so. Sagt, bin mal gespannt, was Kong dazu sagt, weil wir kommen ja doch mehr oder weniger mit leeren Händen wieder. Aber wir wissen ja auch selber, was Phase ist, ne? Den Hauptmann haben wir ja auch umgelegt, so wie wir es sollten. Dann bin ich auch froh, dass das noch mit. Ach du Scheiße, es gibt wieder Fallschaden, ja. Mit Eliminieren geklappt hat. Das war wirklich sehr gut. Hat da jemand was dabei? Nö, kein Teil. Also nichts. Für uns. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Dann schwimmen wir nochmal schnell ans andere Ufer. Hallöchen, nicht erschrecken, da bin ich. So.
خوشحالم که میبینم. Schauen wir mal, was Kong zu sagen hat, ne? Ah, das war nicht sonderlich viel, aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Wer hat jetzt hier was dabei von Taschendiebstahl? Wer ist es? War da gerade jemand? Da stand was von Taschendiebstahl. War sie das? Ne, das ist ein Kind. Ach, egal. Kong! Wer da? Sag schon! Ich bin bewaffnet! Ich bin es nur. Ah, der kleine Fink kehrt ins Nest zurück. Mit leeren Händen! Hier ist sie doch. Damit solltest du im Hafen deine Waren bekommen. Ha, ich hab nie an dir gezweifelt. Komm, genießen wir eine Tasse, der Erinnerung wegen. Ich mach dir sogar deinen Lieblingstee. Ja, stimmt, ne? Was hast du herausgefunden? Wer steckt dahinter? Ein Mann namens Jawid. Er arbeitete für jemanden, der nach einem Artefakt sucht. Eine fremdländische Haarnadel. Sie scheint wichtig zu sein. Ich muss herausfinden, warum. Unbedingt. Du hast dich verändert, kleiner Fink. Oder sollte ich nur Fink sagen? Als wir uns zuletzt sahen, warst du ein Straßendieb. Ja. Und jetzt... Ich hoffe, du weißt, wonach du suchst. Sind wir teilweise immer noch manchmal ein bisschen. Ist es besser, den Dorn stecken zu lassen, um nicht zu verbluten. Und nun zu dem, was mir versprochen wurde. Eine Einladung zur Auktion. Die erhalten nur geachtete Gäste. Frag nicht, woher ich sie habe, außer du willst, dass ich dich anlüge. Mit dieser Schriftrolle kommst du hinein, ohne dich in eine meiner Kisten zu zwängen. Das war dein Plan. Viele ertrugen Schlimmeres, um ihr Ziel zu erreichen. Naja. Jemand Einflussreiches sucht nach der Haarnadel, doch sie ist ihm durch die Finger gerutscht. Nun ist die große Auktion die letzte Gelegenheit. Ich folge am besten dem anderen Hinweis. Fall geschlossen, Kongs Stand. So, das ist auch weg und den haben wir leider noch nicht. Aber das. Also ich glaube, wir müssen jetzt das noch machen, um das da weiterzumachen und hier wahrscheinlich noch, ne? Oder das führt auch noch dazu zusammen. Hier ist ja einer, ne? Dann zählt das auch noch damit rein. Wahrscheinlich hat die Halssache damit auch irgendwas auf sich. Naja. Gehe den Drohungen auf dem Basar nach. Weil da können wir jetzt ja eh nichts mehr machen. Oh, Taschendiebstahl. Hallo, ich möchte gerne ihre... Ah, das ist mit der... Weiß nicht, ob das mit der Wache jetzt so gut war. Nee, gut. Oh, ein Rubin. Entschuldigung, darf ich hier mal vorbei? Ich müsste hier mal vorbei. Vorsicht, schwebende Lasten. So, da, ah. Das dauert zu lange. Ich hab noch was anderes vor und bei dem, was die zahlen, ist das kaum die Mühe wert. Schneid dir einen Finger ab. Das öffnet vielleicht ihre Börse. Das geht dir nichts an. Aua. Verstanden. Aua. Zu langsam. Aua. Komm schon.
Ich schaff. Den Göttern sei Dank. Und dir auch. So. Befreien. Hab Dank, Said. Ein Entschuldigungsentwurf. Ich brauche bitte nur noch ein paar Tage. Ich werde das Geld bekommen und meine Schulden bezahlen. Der Duft, den ich auf Lager habe, ist wichtig und darf nicht angerührt werden. Ich flehe um Verständnis. Der kürzliche Steueranstieg hat... Der Brief bricht hier ab. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Ja. Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Dairat Amal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihm. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zur Bagdad Südtor führt. Mhm. Ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Der Basar, der Fall ist also geschlossen. Ach du Scheiße. Die Kaufleute sitzen nahe eines Wasserlochs. Südlich von Bagdad fest. Geh weg! Das ist nah genug! Na dann. Weil das ist ein Kilometer, dann nehmen wir doch lieber unsere Möglichkeit, ein Reittier zu verwenden. Was stimmt nicht mit dir? So, dann auf. Schauen wir mal, ob wir da was ausrichten können. Mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt... Also eigentlich die Vorproduktion sollte... Wenn ich jetzt noch ein bisschen mache, dann geht's. Wenn die Vorproduktion mal eigentlich schon abgeschlossen jetzt, ich hätte noch zwei weitere Folgen aufnehmen müssen, dann wäre es vorbei gewesen. Wenn man einmal dann doch in dem Spielfluss drin ist, dann will man jetzt noch nicht unbedingt aufhören. Und solange das jetzt noch... Solange ich jetzt noch ein bisschen machen kann, es geht auch noch von der Zeit her. Dann mache ich jetzt noch, vielleicht mache ich auch nur noch den Auftrag. Ich muss mal gucken. Wir schauen mal, das entscheide ich spontan, wie es jetzt gleich weitergeht. Aber eigentlich müsste ich dann zumindest, also nicht mehr ganz so lang. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Los, Enkidu. Dieses Lager muss den Händlern gehören. Dann schauen wir doch mal. Ich muss die benötigten Folgen auch noch schneiden, die Thumbnails dafür machen. Dass wir... von wem wurde ich denn jetzt gesehen? Und deswegen sollte die Aufnahme jetzt auch nicht mehr allzu lange gehen. Ich lass jetzt mal mein Reittier auf jeden Fall hier sitzen. Hier stehen. Sind das jetzt nur Händler oder auch Wachen? So wie es aussieht, sehe ich da jetzt nur Händler. Ja. Halt! Wer ist da? Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. So ein Pferdekopf. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Fußabdrücke und eine Blutspur. Ach da. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Mein Pferd, mein lieber Kichererbse. Malaka,
Wer macht denn so etwas Schreckliches? Sauber abgetrennt. Sieh mich nicht so an! Ich würde so etwas nie tun! Eine scharfe Klinge. War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Oh, Ruhe in Frieden, Kichererbser. Herr Nun. Oh, da gibt's eine Truhe. Kann ich mir die holen? Da irgendwo eine. Da, ist die das? Tatsache.